Das ist doch mit Abstand der dusseligste rote Teppich, den ich je in meinem von Wagner. Haben Sie diesen Unsinn wieder mal selbst gemacht? Ist was schwer Symbolisches. Herr Uthoff, ich markiere eine Zeitenwende. Na dann geht's ja. Sie machen was? Oh, Sie hatten noch einen schönen Vorsatz fürs neue Jahr, oder? Ja, weniger begriffsstutzig zu sein. Und? Oh, das hier symbolisiert die Silvesternacht in Köln. Schauen Sie, das hier ist vor Köln und das ist nach Köln. Das ist vor Köln? Also Siegburg, Bonn, kenne ich. Da muss ich... Nicht geografisch, Sie Wildsau, zeitlich. Warte mal, sagen Sie mal was zur Flüchtlingspolitik vor Köln. Irgendwas. Welcome, Refugees. Jetzt sagen Sie mal was zur Flüchtlingspolitik nach Köln. Also, welcome, Refugees. Das ist ja ein Ding. Das probiere ich noch mal. Wir schaffen das. Wir schaffen das. So vielleicht. Ist ja lustig. Lustig? Daraus rekrutiert die AfD ihr Wählerpotenzial. Wundert Sie das? Nach dieser Silvesternacht in Köln? Unser Justizminister hat sogar von einem Zivilisationsbruch gesprochen. Okay. Über 1000 Anzeigen wegen Vergewaltigung. Moment, nur um genau zu sein. Es waren 600 Eigentumsdelikte wie Handydiebstahl und über 400 sexuelle Delikte von Anfassen bis zur Beleidigung. Also wollen Sie schon wieder mit Fakten die Stimmung relativieren? Oder noch schlimmer, das Leid der Frauen? Moment, nein, nein, das Leid der Frauen ernst zu nehmen, heißt den Tathergang zu klären. Und das braucht Zeit. So lange kann die Stimmung nicht warten. Es muss was passieren. Moment, es darf doch nichts passieren, bevor wir überhaupt wissen, was passiert ist. Ach, Herr von Wagner, wir wissen doch alle ganz genau, was da passiert ist. Aha. Wissen Sie, was wir bisher wissen? Stand heute, so etwa 60 Personen aus Marokko, Algerien und Tunesien werden verdächtig, an Silvester Straftaten begangen zu haben. Ich habe das mal ausgerechnet, das sind 0,00015% aller Männer in diesen Ländern. Und deswegen haben wir ganz Marokko, Tunesien und Algerien zu sicheren Herkunftsländern werden lassen. Ja, logisch. Moment, Moment. Also nordafrikanische Straftäter machen Köln unsicher und diese Länder werden dadurch sicherer? Ja, weil die Straftäter ja nicht zu Hause sind. Moment. Das empfinden Sie als logisch? Ja, zumindest ist es praktisch. Schauen Sie, die Bundeswehr bereitet jetzt einen Einsatz in Libyen vor. Ja. Der wird mit Sicherheit in Nordafrika zu vielen weiteren Flüchtlingen führen. Und damit wir mit denen keine Probleme haben, erklären wir ihre Herkunftsländer jetzt schon für sicher. Ja, das ist die ehrliche Antwort. Und wie ist die, sagen wir mal, offizielle Begründung? Die offizielle. Die kann ich Ihnen vorlesen. Lautet folgendermaßen: Wir nehmen es nicht hin, dass sich nordafrikanische Männergruppen organisieren, um wehrlose Frauen mit dreisten sexuellen Attacken zu erniedrigen, hat der nordrhein-westfälische Innenminister Jäger am 4. Januar gesagt. Am 4. Januar, zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht genau wissen konnte, was passiert ist. Es gab bis zu dem Zeitpunkt 15 sexuelle Anzeigen wegen Übergriffen. Hey? Das ist der Innenminister. Der verfügt über exklusive Top-Geheimquellen. Sie meinen das Internet? Ja. Aber er musste ja danach schauen, weil es zu wenig Polizeiberichte gab. Die seine Vorurteile bestätigt haben. Naja, es gab halt auch zu wenig Polizisten. Ist es nicht merkwürdig, dass die meisten Übergriffe zu einem Zeitpunkt stattgefunden haben sollen, wo am meisten Polizisten vor Ort waren, weil sie den Platz geräumt haben? Wollen Sie damit andeuten, dass dieser ganze schöne Stimmungsumschwung zumindest auf bisher ungesicherten Fakten basiert? Herr von Wagner, die Diskussion ist doch viel weiter als die Fakten. Das befürchte ich auch. Sehen Sie, als hätten wir geradezu einen Grund gesucht, um den Flüchtlingen nicht mehr helfen zu müssen. Nein, natürlich müssen wir helfen, natürlich. Der deutschen Frau. Ach. So, jetzt hat einmal das übliche, ein Sex on the Beach für den Herrn Pfarrer und einmal eine Maus im Kölschglas. Okay? Das ist herrlich. So. Liebe Leute, wunderbar. Bitte. Danke dir. Oh. Oh nee, merci dir, gell? Bringst du nur einen Neger, hä?
Das heißt jetzt Gola Weizen oder Weizen mit Migrationshintergrund heißt das. Na, Anni, Anni. Nach Köln eben nicht mehr, ach, verstehst so. Du? Weil nach Köln ist nichts mehr, wie es vorher war. Auch in Ilmtal nicht, nicht wahr? Das christliche Abendland, das steht unter Beschuss. Oder mit anderen Worten, die Kölner Frau, die wird auch in Ilmtal verteidigt. Ja, und deswegen freut es mich sehr, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid, heute zur Gründung des ersten männlichen Ilmtaler Feministenstammtischs. Ja? Ja. Auch kurz MILFs genannt. Und ja. Also, Tommy, Herr Pfarrer, es ist mir wirklich eine Freude, dass ihr da seid, nicht wahr? Obwohl ich gleich bemerken muss, dass natürlich von der Lügenpresse sich wieder keiner hierhin geht. Guten Tag. Entschuldigen Sie, Verspätung. Grüß Gott. Wagner, Ilmtaler Tagblatt. Grüß Sie. Achso, also, sitzen Sie nachher zu mir. Ja, okay, da bitteschön. Ne? Okay, wollt ihr was trinken? Vielleicht ein Nigger oder Cola Weizen? Vielleicht. Vielen Dank, danke. Danke. Ich soll einen Bericht schreiben über Ihre Entdeckung des Feminismus. Ja, vielleicht gleich die erste Frage. Was macht Sie denn zu Anwälten der Frauenrechte? Ja, genau. Ja, wir von der katholischen Kirche, wir wissen im Gegensatz zum Islam ja schon seit immer eigentlich, wie man verantwortungsvoll Sex umgeht, wie man die Verantwortung für Sex umgeht. Ja. Gut, und Sie? Ja, ich bin ja nur Gastfeminist hier praktisch, aber natürlich frauenfreundlich, ne, weil ich bin ein Kölscher. Ah, ich bin ja. Also ja, genau. Quasi ein Betroffener. Aha. Genau, genau. Das ist toll. Ja, jetzt sagst du mal dem Mann, wie furchtbar das war in Köln. Das war schlimm. Ich habe extra ein Zettelchen mitgebracht. Momentchen, dass ich nichts Falsches sage. Das war ganz furchtbar. Passen auf. 93 Festnahmen hatten wir. 1298 Platzverweise. Aha. 610 Strafanzeigen, davon 51 nur wegen Stippefütje. Bitte? Also wegen Sexualdelikte. Okay. Ja. So furchtbar war diese Silvesternacht. Nicht Silvester. Karneval. Normal. Keine Frage. Würden Sie denn nach Ihrer Meinung jetzt auch alle Jecken ausweisen? Ja, wohin denn? Ja, das wird dann. Düsseldorf ist ja kein sicheres Herkunftsland. Okay, gut, dann ist los. Vielleicht noch eine Frage. Was sind denn die Ziele Ihres Feministenstammtisches? Eine gute Frage. Ja, wir können natürlich nicht beliebig viele Menschen in dieses Land aufnehmen, deren Frauenbild mit unserer modernen Auffassung der Stellung der Frau nicht vereinbar ist. Ja, da hat er völlig recht, Herr Pfarrer. Ne? Das steht ja schon in dem Dingens da, in dem Gesetz. Die Würde des Menschen ist unantanzbar. Ja, genau. Schauen Sie, da kommen ja jetzt so viele Menschen aus diesem Islam zu uns ins christliche Abendland. Ne? Ja. Viele von denen, die sind ja so frauenfeindlich. Ne? Die würden sich nicht mal von Frauen bedienen lassen. Wahnsinn. Anni, bringst du mir den Neger jetzt an, oder was? Sagen Sie, Emanzipation und Schutz vor Missbrauch ist für Sie also Teil des christlichen Abendlandes? Ja, selbstverständlich. Okay. Nachfrage, gehört die katholische Kirche auch zum christlichen Abendland? Ja. Also sind Sie allein in Regensburg wurden ja bis 92 über 200 Jungs bei den Domspatzen misshandelt und missbraucht. Ja, aber von Menschen aus demselben Kulturkreis. Ja. So. Hab ich Sie richtig verstanden? Sie meinen also, Missbrauch muss deutsch bleiben? Ja, oder eben Kölsch, ja. Na, hören Sie, Missbrauch auf dem Domplatz, nein. Okay. Missbrauch auf dem Domspatz,
sein. Brauchtum. Okay, und seit wann, Ihrer Meinung, gibt es das christliche Abendland? Ja, also dann 92, ne, mit dem Ende von dem Missbrauch der Domspatzen, begann das christliche Abendland. Aber die Vergewaltigung in der Ehe, die ist doch erst seit 1997 eingeführt, als Straftat eingeführt, also. Ja, dann würde ich sagen, schreiben Sie, das christliche Abendland begann, existiert für uns seit 1997. Okay. Ja. Aber es gibt doch bis heute zum Beispiel in diesem Land Zwangsprostitution. Fällt das auch unter Abendland? Ja, abends schon. Ah. Okay, vielleicht noch abschließende Fragen. Wie ist denn die Haltung des feministischen Stammtisches zum Thema Abtreibung? Ja, ich bin voll der Feminist. Ich sage immer, mein Bauch gehört mir. Und wie stehen Sie als also Feministen zur feministischen These vom Mythos des vaginalen Orgasmus? Ja, wir von der katholischen Dingenskirche, wir glauben, dass, also, dass da, da für die Jungfrauengeburt nicht unbedingt nötig ist. Okay, abschließende Frage. Gibt es auch weibliche Mitglieder bei Ihrem Feministenstammtisch? Ja, selbstverständlich. Wir sind ja hier nicht im Islam. Ne? Die Anni zum Beispiel. Anni, geh mal her da. Das kannst du nachher machen. Lass dich liegen, jetzt komm her. Die Anni zum Beispiel, das ist die Vorsitzende von unserem Stammtisch. Verstehen Sie? Anni, ja, die was, Winnie? Das ist die Vorsitzende. Ne? Uns ist nämlich wichtig, dass die moderne Frau nicht nur emanzipiert ist, sondern nebenbei auch noch arbeiten kann. Ne? Anni, jetzt sagst du mal diesem Mann, nicht wahr, wie sehr du dich vor dem Missbrauch durch Fremde fürchtest. Missbrauch? Also bei Missbrauch, da ist mir das doch vollkommen egal, wo einer herkommt. Hauptsache ist doch, dass er nicht nein kommt. Also da nein. Oder? Ja, ich darf sagen, dann packen wir es jetzt her zu unserer geplanten Benefizveranstaltung Kegeln gegen den Koran. Ja. Alle neuen Ehren dem Propheten. Ja. Ja, die Kollegen, es tut sich was in Deutschland. In Ilmtal, da wird der Koran weggekegelt und bei der Metzgerinnung heißt es demnächst, ist Schwein statt Islam. Ja? Ich finde, das wird alles ein bisschen überschätzt. Der Islam interessiert doch eigentlich keine Sau. Na gut, die Sau schon, die ist auch betroffen. Also, wenn ich jetzt ein Schwein wäre, ich würde sofort zum Islam konvertieren. Aus Todesangst. Ja, sterben ist ein scheiß Tod. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber so oft kommt es ja nicht vor. Einmal, damit kann man leben. Wenn nur das Alter nicht wäre und seine Altersängste. Ich frage mich immer häufiger, wie schmeckt Currywurst püriert? Habe ich eine Viagra-Allergie? Und wenn ja, kann ich mir die sanfte chinesische Medizin überhaupt leisten? Tigerhoden, Nashornpulver, Pottwalpimmel, das ist ja sauteuer. Pandapopel. Bringt's das überhaupt? Wären die Chinesen halt nicht seit Jahrtausenden verarscht? Ich habe die Befürchtung. China macht mir ein bisschen Angst, aber das ist ja ganz weit im Osten. Was mir noch viel mehr Angst macht, das ist der Nahe Osten. Also der ganz nahe. Also, dort gibt es ja Ortschaften, da ist die Minderheit in der Mehrheit. Kumpel von mir ist beim BKA, der sagt immer, furchtbar, Thomas. Strafverfolgung von Nazis in Ostdeutschland, das ist wie eine Verfolgungsjagd im Kettenkarussell. Ich bin doch kein Nazi. Kein Nazi? Ich hab nichts gegen die Fidschis. Ein Fidschi muss es auch geben, aber nicht bei uns. Was ist denn ein Fidschi? Was das für eine Sorte ist? Weiß ich auch nicht. Nur Vietnamesen, Irokesen, schon schön. Nur Fidschis eben. Kongolen, Islamesen. Überall Islamesen. Und der Islamese schmutzt von Haus aus, von der Wüste her. Das ist ein Wüstensohn. Das doch, das seht ihr das nie. Da schleppt den Sand ein, schüttelt mal so einen Islamesen, da fällt das Sand raus. Der bringt den, der versandelt alles, da müssen wir fegen.
Da kann es sein, das ist doch die Verwüstung des Abendlands. Und ohne Abend sehe ich kein Land. Was soll ich im Morgenland? Immer nur Frühschoppen. Kein Bier vor vier, wie soll ich da auf mein Quantum kommen? Mein Quantum Prost. Bier ist doch wichtig. Ja, ja, das sehe ich ja auch so. Aber wieso heißt der dann Pegida und nicht Kebierda? Also. Das hätte ja meine ganze Sympathie. Wir dürfen die Hopfen nicht aufgeben. Egal, wie schlimm es kommt. Gut, in Syrien kann es ja nicht viel schlimmer kommen. Da tobt der vierte putinische Krieg. Ja, eine akademische Pointe. Was willst du machen? Kannst diesen IS-Spinnern ja schlecht mit Reformpädagogik kommen. Ne? Ja, sind Mörder, aber die müssen ihre Grenzen selbst finden. Lasst ihnen Zeit. Die kannst noch wegballern. Was willst du sonst machen mit diesen Mördern? Ja, man könnte sie verbeamten. Ja, stell dir mal vor, der islamische Idiotenstaat hätte so eine deutsche Bürokratie. Da müsste der gewaltbereite Moslem erstmal aufs Amt. So, junger Mann, Sie interessieren sich also für eine Geiselnahme. Das ist ja löblich, löblich, löblich. Hätte ich mal gerne Ihre Unterlagen. Ja, das reicht nicht. Ich sehe, das ist ein internationaler Entführerschein, aber... Sie wollen oben in Massaker, wa? Für eine amtliche Liquidierung brauchen Sie eine Auslöschungsbewilligung. Nee, Köpfpauschale läuft aus. Gibt nur noch Einzelfallhilfe. Steinigungszulage kann ich gewähren, aber Massengrabpflege müssen Sie selber tragen. Was sehe ich denn da? Das gefällt mir ja nicht. Ihr Sprengstoffjottel, kein TÜV mehr. Ja, was haben Sie dabei gedacht? Die gefährdende Verkehrssicherheit. Ab zur Zulassungsstelle. Wenn Sie da eine Alatesse erwischt, da müssen Sie mit empfindlichen Prügelstrafen rechnen. Ich würde sagen, so 20 Peitschenhiebe über den Daumen. Aber keine Panik, ne? Ich muss erst mal einen Hauantrag stellen. Ja, ehe sie die Haugenehmigung hat, sind sie längst tot. Und jetzt raus hier, ich hab Feierabend. Dann zieht der Gotteskrieger mutlos von dannen, kommt am nächsten Tag wieder ins Amt, zieht sein Märkchen, wartet stundenlang auf den nächsten frei werdenden Vergewaltigungsbeamten. Und wenn er nicht dran ist, ist wieder nichts mit Ungläubige flachlegen, dann muss er erst mal einen Antrag stellen. Da sinkt die Motivation. Und nach zwei Wochen ist Frieden. Das gibt's echt nicht. Mensch, 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 meine Herren. Die waren perfekt integriert. Die waren perfekt integriert! Oh, oh. Wer war aber perfekt integriert? Die Grabscher von Köln. Von wegen, die haben gegen unsere Regeln verstoßen. Nein, die hatten intime Kenntnisse von unseren Regeln. Was? Von unserem Strafrecht. Die meisten wussten doch ganz genau, wie weit sie gehen können. Hm. Hm. No, hey, sag mal, was? Was Ihnen widerfahren ist, ist in Deutschland nicht strafbar. Sag mal, was liest denn du da wieder für einen Unsinn? Fallanalyse zur bestehenden Schutzlücke in der Anwendung des deutschen Sexualstrafrechts. Oh, nee, nicht heute Abend, Schatz, ich hab Migräne. Mann! Ach, sag mal, jetzt hör doch mal auf, was machst du denn da? Ich greife in deine Schutzlücke. Hey, das... Pass mal auf! Ach, oh. Weißt du was, ich zeig dich an. Das wird dir nichts nützen. Du hast dich ja nicht gewehrt. Ja, wie auch? Du hast dich völlig überraschend hier von der Seite rangekrabbelt. Ja, und dann habe ich mich ja gewehrt. Ja, aber zu spät. Was heißt denn zu spät? Das kann ich Ihnen vielleicht erklären. Alle sexuellen Handlungen bis zum Zeitpunkt der ersten Abwehrreaktion sind in Deutschland nach geltendem Recht nicht strafbar. Erst wenn Sie in ihn eingedrungen wären, könnte es vielleicht eine Vergewaltigung sein. Hey, 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 ich will aber nicht vergewaltigt werden. Das musst du mir aber schon eindeutig klar machen. Ja, ich sag einfach eindeutig nein. Das ist zu wenig.
Ein Nein reicht nicht? So ein Nein ist doch ganz oft ein Ja nicht, Baby. Das muss doch verboten sein, sowas. Das wäre es. Hätte Deutschland die Istanbul-Konvention von 2011 umgesetzt, hat es aber nicht. Ah. Nicht einvernehmlicher Sex in Deutschland ist deswegen nur strafbar, wenn noch eine Nötigung dazu kommt. Und ab wann ist es Nötigung? Oh, da sind die Staatsanwälte streng. Also ich kann beispielsweise als Mann in dich, also ich kann mich als Mann auf dich als Frau draufsetzen, so dass du dich nicht befreien kannst. Okay. Und dann kann ich mein Geschlechtsteil in deinen Mund einführen. Und das ist keine Nötigung? Nein, juristisch stellt das Draufsetzen keinen Gewaltakt zur Durchsetzung der sexuellen Handlungen dar. Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft musste der Beschuldigte diese Position einnehmen, um den Oralverkehr durchführen zu können. Da musst du 6 Jahre Jura studiert haben für. Dass du wirklich glaubst, dass das die einzige Position ist, in der man einvernehmlichen Oralsex haben kann. Natürlich müssen Sie als Frau auch beweisen, dass Sie schutzlos waren. Ja, aber die meiste Vergewaltigung findet zu Hause statt. Und wenn der Partner stärker ist, ist man als Frau doch grundsätzlich schutzlos. Nicht unbedingt. Eine andere Staatsanwaltschaft hat die Schutzbedürftigkeit abgelehnt, weil die Frau nicht beweisen konnte, dass die Haustür abgeschlossen und der Schlüssel für sie unerreichbar war. Also vor einer Vergewaltigung suche ich am besten einen abgeschlossenen Tatort auf. Ja, und dann musst du noch nachweisen, dass du vergeblich um Hilfe gerufen hast. Ja, aber was ist, wenn ich nicht gerufen habe? Weil ich wollte halt die Kinder in der Situation nicht verängstigen. Sie müssen schon ein Opfer bringen, wenn Sie als Opfer anerkannt werden wollen. Oh Mann, ich dachte immer, ein Nein reicht. Nein, das reicht nicht. Oh. Du, Schatz? Ja, Schatz? Sag mal, es geht mich ja nichts an, aber was macht denn der Mann in unserem Bett? Es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich habe ja lange überlegt, wie ich von einer Nummer über gierigen Egoismus und widerliche Männer zu David Cameron komme. Aber mir ist nichts Elegantes eingefallen. David Cameron, er kam, sah und kriegte beim EU-Gipfel, was er wollte. Tolles Europa, das, was? Tausende wollen zu uns, wir lassen sie nicht rein. Aber die, die eigentlich gar keine Lust auf uns haben, denen küssen wir ihren Hintern. Wie den Engländern, die sich so aufführen, dass man sich fragt, ob wir die Zäune in Europa nicht auf der völlig falschen Seite aufstellen. Wer darf rein in den exklusiven Club Europa? Bis jetzt war immer klar, die Türkei nicht. Ganz fiese Prügelknaben. Jetzt haben wir die Türkei zum Türsteher gemacht, mit der Begründung, hey, cooler Prügelknabe. Dass die Türkei sich nahtlos in den Wertekatalog des Wilden Westens einfügt, haben sie vor kurzem bewiesen, als sie ein paar LKWs mit Waffen bestückt, als Hilfskonvoi getarnt, nach Syrien geschickt haben, um dort den Bürgerkrieg anzuheizen. Respekt, rufen da alle anderen. Und ich meine wirklich fast alle anderen, denn offensichtlich sind die einzigen, die nicht irgendwie als Kriegspartei in Syrien beteiligt sind, Liechtenstein und die Osterinseln. Das mit dem Waffenstillstand wird wahrscheinlich wieder nichts. Und im Moment stellt sich nur noch eine Frage. Welcher der Akteure, die in Syrien beteiligt sind, bringt einem am ehesten zum Kotzen? Ist es vielleicht doch Assad, die sympathische Diktatorenbohnenstange, die mit krimineller Energie die Pfründe sichert, die sich schon sein Vater auf verbrecherische Weise angeeignet hat? Oder ist es doch Amerika, die Ordnungsohnmacht, die Milizen mit Milliarden hochgepäppelt hat, um jetzt die diplomatische Unschuld vom Land zu spielen? Wahrscheinlich ist es aber Putin, denn der ist an allem schuld. Ja, am Begriff Lügenpresse und daran, dass neue Schuhe immer so drücken. Und dessen Bomben erstaunlicherweise die syrischen Zivilisten genauso fein zerfetzen wie die Bomben von allen anderen. Vielleicht sind es auch die schwachsinnigen Islamisten von der Nusra-Front oder dem IS oder Saudi-Arabien. Männer, die sich an ihren Glauben klammern wie ein Heroin-Junkie an seinen Löffel. Oder es ist Deutschland, Frankreich, England, die einfach zu viel Geld verdienen, um mal für 15 Minuten nicht ihr glänzendes Mordwerkzeug an die Kriegstreiber aus Saudi-Arabien zu verkaufen. Ich persönlich... Ich persönlich entscheide mich für den knuffigen Tayyip Erdogan, der seinen Schnauzbart auch nur noch trägt, um sich daran zu erinnern, wo das Essen reinkommt. Und der als Gegenleistung für die Aufbewahrung von Flüchtlingen jetzt im Osten seines Landes die Kurden massakrieren darf. In dem Moment, in dem Tausende
die Menschenrechte Europas suchen, gibt Europa diese auf. Thomas de Maizière hat es auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Deutschland hat Interessen, die Türkei hat Interessen. Die Frage ist nur, wer zahlt den Preis, wenn man mit Geschäften, mit Leuten wie Erdogan Geschäfte macht? Mit Sicherheit nicht Thomas de Maizière, sondern Menschen wie Can Dündar, ein türkischer Journalist, der nämlich die Waffenlieferungen nach Syrien aufgeklärt hat, der dafür ins Gefängnis gewandert ist und den der Staatsanwalt jetzt mit einer lebenslangen Haftstrafe unter erschwerten Bedingungen bedroht. Wir haben Dündar mal gefragt, wie er das neue deutsche Verständnis für die Türkei sieht. Und er hat uns einen Brief aus dem Gefängnis geschickt. Und darin schreibt er, wenn Deutschland jetzt, damit die Türkei die illegale Migration unterbindet, mit den Worten des Ministers, eine Gegenleistung erbringt, dann bin ich eine dieser Gegenleistungen. In Verletzung der Pressefreiheit sitze ich allein aufgrund einer Nachricht, die ich als Journalist gebracht habe, im Gefängnis. Wenn das, wofür Deutschland da Verständnis aufbringt, Menschenrechtsverletzungen, Despotismus, Korruption und religiöse Politiken sind, fürchte ich, wird den Preis dafür nicht nur die Türkei, sondern auch Deutschland zahlen. Aber mit Sicherheit eben nicht Thomas de Maizière. Ja, ja. Angst, Angst, Angst. Alle haben Angst. Alle haben Angst. Oh, die Türkei kommt in die EU. Wir haben so Angst, die Türkei kommt in die EU. Österreich ist in der EU. Von was sprechen wir überhaupt? Ja, nein, ich weiß, alle haben Angst. Es ist wirklich gerade der Terror und überall. Ich werde gefragt, wie kannst du auf eine Bühne gehen, in diesen Zeiten die Menschen zum Lachen bringen? Ja, soll ich aufhören? Das ist mein Job. Kann ich meinen Job aufhören? Hä? Geh mal zu deinem Chef hin und sag, Chef, kann ich mal arbeiten? Wieso? Terror. Ich hab einen Bomb-out, bin fix und fertig. Der wird dir was husten. Weißt du, und überleg mal, wenn wir alle aufhören, das zu tun, was wir normalerweise machen, was ist dann? Ha? Dann haben wir verloren. Dann ist vorbei. Ja? Dann ist aus. Ich weiß, zögerlicher Applaus, mei, aber ich werde immer gefragt, mei, wenn man jetzt in so eine Veranstaltung geht wie heute in die Anstalt, mei, wenn da was passiert wie in Paris, da ja, kommen die und schießen. So, komm, wir sind beim ZDF. Das, nein, komm, bitte nichts gegen das ZDF, aber bitte, ha? Der ISIS selbst sagt nicht, erst erledigen wir die Rentner, dann gehört uns Deutschland. Das wird nicht passieren. Nein. Gut, ich meine, wenn der Kalifatstaat wirklich kommt, wenn der ISIS gewinnt, die meisten von euch haben es easy, ihr könnt weiterarbeiten, euren Job, ha? Bäcker weiter, Bäcker und Schreiner weiter schreinern. Ich bin der Depp, Comedian beim IS, ja, was ist denn das für ein Job? Ha? Ja, was machst du denn da? Super. Was machst du da für Witze? Du gehst auf die Bühne, oh, schöne Köpfe. Ich meine, was tust du da? Als bayerischer Comedian beim IS, oh, Arschkarte, gehst du auf die Bühne, grüß Gott, bin schon tot. Und ich weiß, die anderen sind alle die Bösen, die Terroristen, der Assad und die Russen und so. Wie es der Max schon gesagt hat, aber wir verkaufen denen die Waffen, Panzer. Wir sind der weltgrößte Panzerhersteller und Panzerlieferant. Die Welt liebt es, unsere Panzer zu kaufen. Meine Theorie ist ja, die fühlen sich sicherer, wenn wir sie nicht behalten. Nein, es ist... Es ist natürlich schon... Nein. Und natürlich, also, weiß ich, was der Max hat, natürlich verkaufen wir Panzer in arabische Staaten, logisch. Ich meine, die Scheiß kaufen die für ihre Ehefrauen, ja. Der Leopard 2 ist der SUV des Nahen Ostens. Shoot, Utility Vehicle. Ja, für die Frauen, das ist wie so eine Art Stahlburka. Ich meine, überleg mal. Viele, ja, viele von denen, die sind es doch gewohnt, die Welt da draußen nur durch einen Schlitz zu sehen. Und das ist jetzt, hallo. Nein, das ist politisch ganz korrekt für die moderne Frauenbewegung. Es, in vielen muslimischen Ländern, da darf die Frau zum Beispiel nicht alleine Auto fahren. Da käme die Scharia-Polizei, stopp, halt, Weib, aussteigen, holt die Steine. Aber ich meine, in einem Panzer, wer wird die aufhalten? Ja. Ja. Und man muss es ja mal so sehen. Wir sind Panzerexportweltmeister. Wir waren jahrelang Wirtschaftsexportweltmeister. Jetzt sind wir halt Importweltmeister für Flüchtlinge. Hey, wir haben 1 Million. Wir haben 1 Million Flüchtlinge aufgenommen, 2015. Und für 1 Million, was ist passiert? Steckt 1 Million Deutsche 2 Monate lang
in Zelte und Container. Und dann wartest du. Auf Mallorca, nach 2 Tagen bauen die schon am Strand Sandburgen mit Schützengräben. Hallo? Vielleicht sollten wir eine Bullshit-Grenze einführen. Ja? Eine Bullshit-Grenze für einfach, weißt du, wenn Leute, weißt du, ich krieg das auch auf Facebook, immer diese ganzen, ja, ich bin ja kein Rassist, aber, und ich krieg Zuschriften, pass auf, Originalzuschrift, einer, der hat mir geschrieben, ja, also, bin ja kein Rassist, bin ich gegen Flüchtlinge, kann mich ja reinlassen, die sind ja, weil wir haben ja auch noch genügend Flüchtlingslager, wir haben ja noch Buchenwald, wir haben ja noch Dachau, und da bist du irgendwie sprachlos, denkst du, scheiße, was schreibst du denn dem zurück, was schreibe ich denn dem zurück, und dann habe ich zurückgeschrieben, Entschuldigung, manchmal schreibe ich auch zu, also, geht das ein bisschen zu weit. Wir als Deutsche, wir haben auch eine Verantwortung in unserer Geschichte. Und dann kam zurück, ja klar, die Nazis sind immer die Bösen. Dann habe ich zurückgeschrieben, ja. Holocaust, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und dann kam zurück, ja, der Holocaust, den hat es nie gegeben. Es war eine große Lüge von den Amerikanern. Das ist oder? Was schreibst du denn dem? Den kannst du nicht überzeugen. Dann habe ich geschrieben, aha, du leugnest also den Holocaust. Kam zurück, jawohl, 2 Ausrufezeichen. Und dann habe ich geschrieben, dann bist du aber kein aufrechter Nazi. Wie war es beim Feministen-Stammtisch? Frag nicht. Sag mal, kannst du mir kurz helfen? Ich ja, komme hier nicht weiter. Ich soll einen Artikel schreiben über, hier haben Männer, einheimische Frauen, sexuell, weißt schon. Soll ich jetzt die Herkunft der Täter nennen oder nicht? Laut Pressekodex soll die Nationalität, die Minderheit, nur genannt werden bei Straftaten, wenn ein begründeter Sachzusammenhang besteht. Okay, dann schreibe ich Männer, ohne Nationalität. Das ist jetzt, weil in den meisten Industrienationen sind die Männer ja streng genommen in der Minderheit und die dürfen nicht diskriminiert werden. Oh, das ist eine große Minderheit. Okay, dann schreibe ich Menschen. Wobei, dann stelle ich alle Menschen unter Pauschalverdacht. Nein, auf keinen Fall. Weil die Menschen sind ja in der Menschheit in der Regel nicht in der Minderheit. Gut, Menschen ist... Was ist denn jetzt eigentlich los? Jetzt macht euch mal nicht ins Hemd da vor lauter Korrektheit. Das kann nicht so schwer sein, wenn Redaktionsschluss, ihr braucht die Texte. Ja. Kommt aus dem Quark. Ja. Ha? Ja. Ihr müsst doch der Öffentlichkeit nur die Wahrheit sagen. Ja, das ist ja schon die Wahrheit. Ja, und ich meine, sollen wir in der jetzigen Situation vielleicht auch noch Panikmache betreiben? Ja, ja, natürlich. Was? Panik. Darauf haben die Leute jetzt ein Recht nach Köln. Was? Jetzt müssen doch die Fakten auf den Tisch. Jetzt schreiben wir Klartext, ja? Was denn? Religion, Rasse, Hautfarbe. Was? Schuhgröße? Ja, ab Schuhgröße 39, da steigt die Kriminalitätsgefahr. Also, Herr von Wagner, was hat denn jetzt die Schuhgröße mit der Tat zu tun? Was hat denn die Hautfarbe mit der Tat zu tun? Das kann ich Ihnen sagen. Ja? Wir kommen alle nicht aus unserer Haut, aber ich hoffe, Sie kommen jetzt endlich mal aus dem Puschen, ja? Okay. Verstehen Sie? Was soll ich schreiben? Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ja. Soll ich Sie ihn denn diktieren, Fräulein von Wagner? Okay. Schreiben Sie, Männer arabischen Aussehens begrapschen blonde deutsche Frauen. Ja, Moment mal, wegen dieses arabischen Aussehens. Sag mal, Arabisch ist so eine Sprache. Kann man aussehen, wie man spricht? Ganz klar, ja. Schau dir den Söder an. Wenn der nicht fränkisch aussieht, weiß ja, ich das nicht. Stimmt natürlich. Wenn jetzt ein Marokkaner Französisch spricht, schreibe ich dann Französisch aussehend? Jetzt schreib in Gottes Namen Moslem! Ja, aber Weichei! Entschuldigung, da in Köln, das waren ja jetzt Moslems, aber nicht nur, es waren ja vor allem Männer. Ne? Ja, es waren Männer, es waren fremde, dunkle Männer. Dunkelmänner, stark geprägt, konditioniert. Von einer frauenfeindlichen Kultur. Die meisten sexuellen Straftaten in diesem Land werden immer noch von Einheimischen begangen, nicht wahr? Ja. Und die sind ja, glaube ich, von einer frauenfreundlichen Kultur geprägt, oder? Die Einheimischen werden freiwillig kriminell. Was, und der Moslem zwangsläufig? Natürlich. Ja, aber wir bestehen doch nicht alle nur aus Glauben. Ja, zum Beispiel bestehen wir noch zu 65% aus Wasser. Und Alkohol zum Teil. Die Kölner Täter, die waren noch besoffen. Was wirkt denn mehr, Alkohol oder Allah?
Herr von Wagner, wir wissen alle, Religion ist der Alkoholismus unter den Weltanschauungen. Die sind noch hackebreit, bevor sie was trinken. Also, die werden einfach nur religiöser, wenn sie noch mehr saufen. Ja, natürlich, das kennen wir doch von der Wiesn. Nach 5 Maß Bier kommt's da ja regelmäßig zu Massengottesdiensten. Ach. Wisst ihr was? Ich glaube... Ich glaube, uns interessiert der religiöse Hintergrund und sowas einfach nur immer, wenn es um Fremde geht. Aber jetzt werden Sie unsachlich, Herr von Wagner. Ach, von wegen, haben wir denn nach dem Schulmassaker in Winnenden geschrieben, schwäbisch aussehender Unternehmerssohn mit... Was für eine Religion war der eigentlich? Keine Ahnung, haben wir ja damals nicht geschrieben. Ja, da waren wir eben noch nicht so weit, aber Köln hat uns doch allen die Augen geöffnet. Jetzt schreiben Sie, was Sache ist. Okay, ich schreibe, was Sache ist. 1000 christliche Urlauber deutscher Herkunft missbrauchen thailändische Frauen. Also, es ist ein verdammt schmutziger Job, Nessie Tausendschön zu sein. Aber irgendjemand muss ihn ja machen. Und da habe ich gedacht, da ist es doch das Beste, wenn ich ihn mache. Und mir ist aufgefallen, dass heutzutage viele Eltern wie Helikopter um ihre Kinder rumschwirren und wollen, dass die es alle mal besser haben. Und dann frage ich mich, was? Noch besser? Ja, weil die meisten Eltern nämlich wollen, dass die Kinder alle mal Rechtsanwältinnen werden oder Ingenieure. Und dann frage ich mich, ja, aber warum lässt man denn die Kinder nicht machen, was sie wollen? Warum reicht es denn nicht aus, wenn ein Kind glücklich ist als Fußpfleger? Oder als Nageldesignerin? Oder als Hebammerich? Warum reicht das nicht? Ich zum Beispiel, ich wollte als Kind immer wahnsinnig gerne Ärztin werden. Aber meine Eltern haben mich gezwungen, Komikerin zu werden. Ja, mein Vater war ein veritabler Hans Wurst und meine Mutter war eine ambitionierte Betriebsnudel. Ich kann euch sagen, ich lag nachts weinend auf dem Furzkissen vor Verzweiflung. Ich habe geweint. Und jetzt schauen Sie mich an, jetzt bin ich Kabarettistin geworden. Eine Lustigkeitshure. Eine Witzeprostituierte oder heute im Neusprech sagt man, glaube ich, Joke Account Facility Managerin. Ja, und dann auch immer das viele Lob für die Kinder. Die Kinder werden doch gelobt, was das Zeug hält. Weil die Eltern in irgendwelchen Pädagogikratgebern gelesen haben, dass die Kinder das brauchen, damit sie ihren Platz finden in dieser unserer Welt. Ja, natürlich müssen die gelobt werden, aber doch nicht so viel. Oh, wie kannst du dich aber so schön festhalten an deinem Bobbycar? Das kannst du ganz toll und du wippst so schön. Du, nein, nein, Genevieve, du wippst ganz toll, wippst du. Du bist die beste Wipperin der Welt. Ich sage euch, aus solchen Kindern werden mal Menschen, die sich gnadenlos selbst überschätzen. Schaut euch doch solche Figuren an, wie Frau von Storch oder Frauke Petri. Hätte mal zu denen jemand ganz früh gesagt, du wippst schlecht! Du hast Scheiße gewippt! Du hast dir eben eine derartige Scheiße zusammengewippt, dass die Mama fast schon böse ist! Ja, nein! Ich sag dir eines, Frauke. Eins kann ich dir sagen, Frauke. Wenn du schlecht wippst, bekommen Kinder in Afrika nichts mehr zu essen. Nein, die Mama ist nicht böse. Die Mama ist nur sehr, sehr enttäuscht. Und das Letzte müssen sie mit brüchiger Stimme sagen. Ja, aber ist ja auch so. Die Welt ist doch auch eine riesige Castingshow. Ein einziges Aussieben. Und diese Aussieberei, das geht ja schon so früh los. Schon beim Spermium. Beim Sperma, nur eines schafft es. Nur eines kommt durch. Nur eines ist der Siegersamen. Und im Endeffekt sind doch auch Sie alle mal aus Siegersamen entstanden. Sie sind alle, wie Sie hier sitzen im Studio, Sie sind Siegersamen. Sie müssen sich das vorstellen. 100 Millionen Spermien und Sie sind's geworden. Sie sind es geworden. Und naja, und das können Sie natürlich auch anwenden, wenn Sie morgens deprimiert vorm Spiegel stehen.
dann sagen sie, na, was bist du? Ja, was bist du? Was bist du denn? Ich bin ein Siegersamen! Ich bin aus einem Siegersamen entstanden. Das können Sie sagen. Loben Sie sich und freuen Sie sich doch. Bei Ihnen als Kabarettpublikum ist es doch spät genug. Bei Ihnen kann man doch nichts mehr falsch machen. Im Gegenteil, Sie können das doch gebrauchen. Loben Sie sich und freuen Sie sich, dass ein Samen Sie hier ins Paradies nach Deutschland hineingeboren hat. Jedoch, wenn sich zu Freude Stolz gesellt und Samen auf den Boden fällt, die braune Scholle sich entpellt, sich über andere Spermien stellt und gegen alles Fremde bellt, man Deutsche ohne Hirn erhält und ohne Herz. Vielen Dank. Ja. Glückwunsch, Glückwunsch. Glückwunsch, meine Herren, Glückwunsch. Ja, also, Sie sind hier dabei, der Siegersamen. Ich will nicht die Verlierer sehen. Okay. Aber Siegersamen allein hilft natürlich nichts. Siegersamen hilft nichts, wenn er am falschen Platz ist. Er muss auf den richtigen Platz fallen. Deswegen, das Leben ist ein Glücksspiel. Platzwahl. Oder? Ja. Wir spielen jetzt Kopf oder Zahl? Zahl, für mich immer Zahl. Wir machen mal Kopf, okay. Zahl. Ja, okay. Für mich immer Zahl. Ja, ist ja. Okay. Zahl. Gratulation. Yes. Sie sind Deutscher. Dann gehe ich rüber. Ja. Und ich? Flüchtling. Oh, ja, da. Also, viel Glück. Okay. Hey, was machen Sie da? Hä? Ich sichere meine Außengrenzen. Okay, meinetwegen, aber... Also, wo wollen Sie denn hin? Na, ich will darüber. Sie bleiben schön da. Was ist, wenn ich entscheide, dass ich darüber möchte? Wenn Sie wollen, aber ich entscheide, dass Sie da bleiben. Ach, ich darf bloß nicht darüber, weil Sie zuerst da waren? Na, das wäre eine völlig unsinnige Begründung. Meine Eltern waren ja auch schon da. Was ein Zufall war. Meine Großeltern waren auch schon da. Was auch ein Zufall war. Aber dass meine Urgroßeltern auch schon da waren, das kann kein Zufall sein. Schauen Sie, wenn ich zu Ihnen kommen wollen würde, dann könnten Sie auch entscheiden, ob ich rein darf. Ja. Ja. Wollen Sie denn zu mir kommen? Um Himmels Willen, nein, was soll ich denn da? Sehen Sie? Dann verstehen Sie ja, wie es mir geht. Natürlich verstehe ich Sie, aber was kann ich machen? Mich reinlassen. Aber dann wollen vielleicht alle zu uns. Sie sagen immer, es wollen alle kommen. Was ist, wenn alle gehen? Das ist eine völlig unsinnige Annahme. Da steht meine unsinnige Annahme gegen Ihre. Was? Was wollen Sie? Oh ja, toll. Was wollen Sie jetzt machen? Schießen! Ha? Wollen Sie schießen? Nein, nein. Gottes Willen, ich würde ja niemals selber schießen. Okay. Nur aus der Tatsache, dass Sie zuerst da waren, leiten Sie ab, inhuman werden zu können. Sie gehören eben nicht zu meinem Staatsvolk. Ach ja, und wer beschließt, wer zum Staatsvolk gehört? Das Staatsvolk. Und auf welcher Grundlage? Auf der Grundlage von Gesetzen. Und wer beschließt diese Gesetze? Das Staatsvolk. Also die, die drin sind, bestimmen, wer reinkommt? Natürlich. Was denn sonst? Schauen Sie, es ist auch gut, dass ich Ihnen nicht helfe, nicht wahr? Sonst kann ich in Zukunft vielleicht kaum noch jemandem helfen. Und damit ist ja niemandem geholfen. Aber Sie helfen mir ja gerade gar nicht. Damit ich weiter helfen kann. Sonst bricht bei uns alles zusammen. Aber bei uns ist schon alles zusammengebrochen. Tja, Glück muss man haben, was? Schauen Sie, was verteidigen Sie eigentlich da drüben, was so viel mehr wert ist als mein Überleben? Unsere Art zu leben. Oh, shit. Ja. Herr von Wagner, Sie sind nicht wirklich weit gekommen. Ja, er hat mich ja nicht reingelassen da. Tja, es gibt eben Regeln. Ja gut, aber wir können natürlich ein neues Spiel aufmachen. Gleiche Regeln und wir werfen noch mal die Münze. Ja. Halt, Moment. Bedeutet das, dass die Gefahr besteht, dass ich dann vielleicht da drüben dann... Ja, klar. Da. Meine, ich spiele nicht mehr mit. Hallo? Ach, du Spielverderber, was ist los? Toll. Ha. Super. Ha. Je mehr es um Grenzen geht, desto entgrenzter werden wir. Schauen wir nach Bautzen. Klausnitz. Ach, Jesus, ey. Das sind Hunderte von aufrechten Deutschen vor einem Bus mit Flüchtlingen und brüllen: Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Als hätten die das da drin noch nicht gewusst. Hey, man muss sich schon fragen, man muss den Ministerpräsidenten von Sachsen fragen, ist Sachsen noch ein sicheres Ankunftsland? Man ist so sauer. Was soll man rational machen? Klausnitz, schauen Sie sich das nur mal an. Nur dieses kleine Ortsteil mit einer eigenen Geschichte, gegründet um 1200 etwa von fränkischen Siedlern. Also von, ich traue es mich gar nicht zu sagen, Einwanderern.
pure Existenz von Clausewitz fußt darauf, dass Menschen, die von weit her kamen, sich dort eine neue Zukunft aufbauen möchten. Jetzt schauen wir uns vielleicht mal die Bevölkerungsentwicklung an von Clausewitz. Ne, da gibt es widersprüchliche Zahlen, aber ungefähr kann man das sagen. Hier so, zuerst sah es nicht so gut aus, dann wird es mehr, 1500, ne, so in den 60er Jahren. Dann jedes Jahr werden es weniger. Und endlich kommen 20 Leute dazu, um sich dort anzusiedeln. Und was sagen die ortsansässigen Rassisten? Haut ab. Und der Bürgermeister, der Zuständige, der Funke, der hat gesagt, na gut, er schämt sich schon, aber im Grunde wäre das ja nicht so sehr um die Menschen am Bus gegangen. Er hat gesagt, es ging um die große Politik und nicht um die Menschen an sich. Da habe ich mir gedacht, ach so, das haben wir falsch verstanden. Schatz, können wir das Video noch mal haben? Können wir das noch mal haben? Ja? Zeig mir noch mal das Video, bitte. Ja, vorne. So, wenn Sie genau hinhören, dann hören Sie, was diese Demonstranten nämlich wirklich gesagt haben. Hallo, liebe Neuankömmlinge, wir wohnen hier in einem strukturschwachen Gebiet und befürchten, die Leistungen des Sozialstaats mit Ihnen teilen zu müssen, auch weil die Politik sich jahrelang nicht darum gekümmert hat, entsprechende Strukturen für schnelle Integration zu schaffen. Wir haben ja eigentlich auch keine Flüchtlingskrise, sondern eher eine Verwaltungskrise. Aber wir merken, Sie sind die völlig falschen Ansprechpartner da im Bus. Wir gehen jetzt zum Innenministerium. Nee, haben Sie nicht gesagt. Haben Sie nicht gesagt. Stattdessen haben Sie nur gebrüllt, wir sind das Volk. Und das kommt davon, liebe Politik, wenn man die ganze Zeit von Obergrenzen faselt. Anstatt darüber zu reden, worum es wirklich geht zurzeit, in dieser Zeit des Elends und des Krieges. Es geht um eine Untergrenze. Wie viele Menschen sind wir verpflichtet aufzunehmen, um unserer humanitären Verpflichtung Genüge zu tun? Das wäre eine Diskussion. Wie viele Menschen müssen wir mindestens aufnehmen? Da bräuchte es natürlich Politiker mit Format, die sich hinstellen und sagen, Kinder, das wird was kosten, aber das ist es uns wert. Wir werden uns neue Einnahmequellen suchen. Schauen wir mal, der Erbschafter, oh, da werden Milliarden vererbt. Das machen wir. Und dann werden aus den Investitionen, ja, dann werden aus den Investitionen für Flüchtlinge Investitionen für uns alle. In Schulen, in Kindergarten, in Kindertagesstätten. Lehrer, die Deutsch als Fremdsprache unterrichten, die werden dann endlich bezahlt wie Rockstars. Ja? Ja, Kinder wollen Deutsch als Fremdsprache lehren. Wäre das nicht schön in einem Land zu leben, in der man bei Deutsch als Fremdsprache nicht mehr unmittelbar an Til Schweiger denken muss. Kinder, wir können das schaffen, wenn wir einfach nur glauben, dass wir... Achtung, Achtung, Herr von Wagner, bitte fertig machen zur Shepherds-Visite. Achtung, Achtung, Herr von Wagner, bitte fertig machen zur Shepherds-Visite. Herr von Wagner, haben wir wieder mal Visionen gehabt? Nein. Doch, setzen Sie sich doch. Ich hatte ein Solo in der Anstalt. Was hatten Sie im Solo? Wollen Sie mal wieder Schulden machen, Herr von Wagner? Nein, ich will in Menschen investieren. Das ist was ganz anderes. Dann weiß wieder keiner, wer es zurückzahlen soll. Wir können doch nicht die schwarze Null über Menschenleben stellen. Das ist eine Ideologie ganz von... Ganz ruhig. Okay. Ja. Sagen wir gleich, Chefarztvisite. Ne? Ja, guck, da kommt schon der Onkel Doktor. Wen haben wir da? Gutverdienender Gutmensch, klassischer Fall von Gesinnungsethik, moralischer Abszess im Rachenraum. Seit Jahren ethischer Sprechdurchfall. Also das klingt nach Empathie im Endstadium. Also das ist hoch ansteckend. Also das müssen wir eindämmen, bevor es viral geht. Aber das ist ja kaum auszudenken, wenn sich dieses Mitleid im ganzen Land ausbreiten würde. Ja, wie war denn die Medikation? Dreimal täglich Sloterdijk, oral. Und wie hat er darauf reagiert? Ach, er hat mich gefragt, warum der Sloterdijk mit seinen Untergangsfantasien nicht rektal verabreicht wird. Schöner. Sloterdijk, jedes Zäpfchen braucht ein Arschloch. Ja. Dann schauen wir uns den Patienten mal etwas genauer an. Herr von Wagner, wie geht's uns denn? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht bei dem Flüchtlingselend, aber mir geht's beschissen. Vielen Dank. Wir müssen uns doch deshalb nicht schlecht fühlen. Ach, wir müssen uns nicht schlecht fühlen. Die EU macht die Landesgrenzen dicht. Die Leute sind gezwungen, aufs Meer zu gehen mit ihren Familien. Seit September sind schon 340 Kinder ersoffen. Aber wir wollten die Flüchtlingszahlen doch senken. Indem wir sie versenken? Herr von Wagner, schauen Sie, die Therapie kann nur erfolgreich sein, wenn Sie Ihre Einstellung zur Flüchtlingskrise langsam verändern. Warum verändern Sie nicht Ihr Verhalten? Mach mit, Junge, sonst kommst du ja nie wieder raus. Sie müssen sich der Realität stellen. Sie können sich die Welt nicht machen, wie sie Ihnen gefällt. Aber die Welt, wie sie ist, gefällt mir nicht. Vor Lesbos werden jeden Tag Leichen angeschwemmt. Ach, Lesbos.
Da war ich vor 2 Jahren mal Ostern mit meiner Familie. Sehr hübsch, sehr ruhig da. Ja, sehr ruhig ist es vor allem am Flüchtlingsfriedhof. Das muss eine sehr, sehr schlimme Belastung sein für die Menschen dort. Der Bürgermeister von Lesbos hat gesagt, ja, wir werden eine große Last tragen, aber wir sind bereit, das auf uns zu nehmen. So. Der Mann will Fähren schicken, um die Leute zu retten aus dem Wasser. So kann aber nur einer reden, der von unserer Realität sehr, sehr weit entfernt ist, nicht wahr? Ja, warum hören Sie denn nicht auf einen Bürgermeister, der den Ernst der Lage erkannt hat? Boris Palmer aus Tübingen. Spätestens seit den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln kommen selbst grüne Professoren zu mir, die sagen, ich habe 2 blonde Töchter. Ich sorge mich, wenn jetzt 60 arabische Männer in 200 Meter Entfernung wohnen. Wie viele Armlängen sind das eigentlich? Das sind knapp 300 Armlängen. Ah, okay. Wissen Sie, was wir uns lieber anschauen sollten? Das ist das da. Gucken Sie mal, das ist ein Foto vom Flüchtlingsfriedhof auf Lesbos. Da steht, unbekanntes Baby, 1 Jahr alt. Nummer 136, gestorben am 19.11.2015. Was sagen Sie dazu? Herr von Wagner, wir müssen lernen, diese Bilder auszuhalten, damit es uns weiterhin so gut geht, wie es uns geht. Was machen Sie denn da? Das ist eine leckere Infusion, Herr von Wagner. Was? Eine Infusion? Keine Sorge, das ist eine Infusion auf CSU-Basis mit 3 AfD-Hämmern. Vertrauen Sie. Vertrauen Sie uns, Herr von Wagner, es wird Ihnen gut tun. Das will ich nicht. Ist aber voll krass, das Zeug. Das dreht, da spürst du danach nichts mehr. Sie meinen, wie diese 29% der Deutschen, die bereit wären, auf unbewaffnete Flüchtlinge an der Grenze schießen zu lassen? Herr von Wagner, lassen Sie sich doch einfach mal gehen. Wir können nicht die ganze Welt retten, aber Herr vielleicht, Wagner. Vielleicht mehr, als wir denken. Verdammt! Sein Gutmensch Plasma scheint die Wirkstoffe nicht andocken zu lassen. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Wir müssen ihn verlegen in die Zeit nach Köln. Lassen Sie los, ja. Ist gar nicht so schlimm. Sie haben doch auch Familie, Herr Wagner. Ja, denken Sie an Ihre blonden Töchter. Viele der Flüchtlinge sind doch nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das nicht. Liebe Kollegen, gute Arbeit. Ja. Schalt!